Hallo liebe Uhrenfreunde, wir sprechen heute in unserem neuen Film über Armaturenchronographen. Was uns schon immer heiß interessiert, die coolsten Uhren sind irgendwie immer Chronos, oder nicht? Ja, weil es die coolsten Typen getragen haben. Ich meine, wenn du dir ein Chrono gekauft hast in den 50er oder 60er Jahren, da warst du auf jeden Fall nicht im Büro gesessen, sondern da warst du auf der Rennstrecke, da warst du im Flugzeug, du warst Pilot, aktiv, ja, du warst, hast einen aktiven Lifestyle gehabt oder im Militärbereich aktiv oder du hast zumindest mal andere kontrolliert, wie gut sie was machen. Wir wollen jetzt mal mit der Auswahl, die wir heute mitgebracht haben, mal einsteigen in das Thema. Es wird nicht der letzte Chronographenfilm sein, das ist mal der erste. Und wir wollen ein bisschen ausholen. Wir haben jetzt bewusst keine Taschenuhrenchronographen mitgebracht, sondern wir fangen mal in den 30er Jahren an mit den ersten Omega-Chronographen, die wir mitgebracht haben. Vielleicht, Tommy, erzählst du mal was von diesen Kronendrücker-Chronographen. Was macht die so speziell? Also die ersten Chronos waren natürlich Taschenuhren, die man versucht hat, mit Lederbändern so umzubauen, dass man sie an der Hand trägt. Das hat natürlich nicht gut funktioniert und die Entwicklung ging dann immer weiter. Und am Schluss ist die Miniaturisierung Gott sei Dank so weit vorangetreten, dass man in ein Armbanduhrengehäuse einen Chronograph einbauen konnte. Circa 150, 200 Teile mehr, muss man dazu sagen. Also das ist schon die Überuhr, so ein Chrono. Und in dem Fall jetzt höher, ne? Ja, viel höher. Du brauchst ja die Zentralsekunde, du brauchst ein Drückersystem, das irgendwo mit eingebaut ist. Und in dem Fall ist es eine Omega, da hat man das gelöst, noch wie bei Taschenuhren, über die Krone ist man sehr schnell davon wieder abgegangen. Der Nachfolger, der dann auf zwei Chronodrücker übergegangen ist, ist auch noch eine Pulsationsuhr. Was ist das jetzt hier, das Spezielle? Hier wird also nicht die Zeit auf der Rennstrecke gemessen, sondern der Puls des Patienten von einem Arzt. Also in der Zeit gab es anscheinend noch viele Ärzte, die hatten eine Pulsationschrono am Handgelenk. Gibt es auch von Rolex, ganz wenige, die tun das, haben das ganz selten. Also hier von Omega eine Uhr mit Pulsationsskala. Das ist selten und auch speziell, hat sich nicht so durchgesetzt in der heutigen Zeit, machen das die Ärzte eigentlich so nicht mehr. Nee, natürlich nicht. Also, aber in den 50er Jahren war das schon immer noch ein großes Thema. Du hast ja mit der Hand abgemessen und hast jetzt ein Chrono mitlaufen können und die Skala hat dir eigentlich genau das schon umgerechnet. Schon praktisch. Tolles eigenes Kaliber drin. Das 33.3 in beiden dieser Uhren, die du gezeigt hattest auch. Also hier die Fortentwicklung. Aber jetzt steigen wir gleich mal ein Jahrzehnt später an. Hier haben wir eine Militäruhr von Longines. Das ist ein ordentlicher Oschi. Mhm. Du hattest mal eine in deiner Sammlung. Ja. Hier hinten immer so Militärzeichen, die dann gecancelt worden sind, wurde von Longines gemacht für die Japaner und für die Israelis. Also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg sind diese Uhren dorthin verkauft worden. Und erklär mal, die hat ja so ein Chrono aus dem Zentrum raus. Erklär das mal. Also alle Fliegerchronographen haben eigentlich eine Funktion gemeinsam und ist die sogenannte Flyback-Funktion. Das heißt, dass du durch Drücken auf einem Knopf, in dem Fall den oberen Drücker hier, den Sekundenzeiger sofort auf Null wieder zurückspringen lassen kannst. Ohne erst mit zweimal Drücken, Stopp, Start, wieder Retour. Nein, du hast hier die Möglichkeit, die Minute gleich wieder abzumessen, beziehungsweise gleich wieder auf Null zu sein. Das ist genauer Schwarzheit. Bei Fliegerchronographen, ein klassisches Tool, Flyback. Und es ist einfach wahnsinnig lässig, wenn du auf den unteren Knopf drückst, der fängt zurück und du merkst, wieder los, ja, und du spürst diese mechanische Auslösung dahinter. Also das ist schon großes High-Mac. Absolut. Wir haben was ganz Spannendes gefunden. Erst diese Woche wurde uns diese Uhr angetragen. Wir haben noch einen Brief vom Piloten dabei, der war Soldat in der italienischen Armee. Klassischerweise sind die Pilotenuhren der Italiener immer eine Zenit gewesen. Da stand dann unten A. Carelli drauf. Das war der Konzessionär, der die an das italienische Militär verkauft hat. Jetzt haben wir hier aber eine Universal. Also im ganzen Internet haben wir nur ein einziges Ergebnis gefunden zu so einer Uhr. Die ist also mega selten mit dem Bestätigungsbrief des Piloten. Bakelit-Lünette, schöne Größe. Und auch die Militärkennzeichnung auf dem Boden ist deutlich eingraviert und gut zu lesen. Toller Zustand
für uns gerade einer der aufregendsten Chronographen, die sich bei uns befinden. Herrlich, also eine Uhr, in die ich mich echt hineinverlieben kann. Und eine echte Chronographenfirma, also Universal, Breitling, Longines, Heuer, Omega, die haben eigentlich so den Unterpfand für alle Armbanduhr-Chronographen gelegt. Rolex kam ja viel später mit eigenen Werken erst dazu. Erst eigentlich im Jahr 2000 kamen die mit einem eigenen, dann auch automatischen Chronographenwerk auf den Markt. Also mit einem großen Abstand dafür, dass die Daytona eigentlich der 911er der Uhrenindustrie ist, haben die lange mit einem Lemania, später mit einem Zenit in Lizenz gearbeitet, bevor sie dann endlich im Jahr 2000 mal ein eigenes Chronographenwerk gebaut hat. Ähnlich auch bei Patek. Auch diese haben lange Jahre mit Fremdkalibern gearbeitet, die sie dann natürlich verfeinert, verschönern, dramatisch verändert haben, aber eben mit einer Basis, die nicht die eigene war. Wenn du jetzt aber von Fliegeruhren redest, müssen wir noch eine hochhalten und das ist der Navy Timer. Ja. Für mich rein optisch und von der Symmetrie die Fliegeruhr, wird auch heute von der Firma selber wieder als Re-Edition genau fast 1:1 nachgebaut, weil es da nichts zu verbessern gibt. Genau. Und die Scala bietet eben noch zusätzlich die Chance, dass du Rechenoperationen mitmachen kannst. Eine Mega-Uhr. Bevor wir jetzt zu Omega gehen, zur Speedmaster, möchte ich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar hier ins Jahr 1967 eine wunderbare Universal Tri-Compax, also Chronograph mit Mondphase, Tag, Datum und Kalender. Also das ist schon eine Uhr, die unglaublich viel Komplikationen beinhaltet, für dich dramatisch zu klein, du kannst sie, glaube ich, nicht anziehen. Richtig, aber eine echte Innovation in der Zeit. Also da gab es das nicht. Vor allem ist es gar kein ewiger Kalender wie bei Patek, sondern das ist ein Jahreskalender praktisch und das hat damals keiner umsetzen können in der Baugröße. Also ein unglaublicher mechanischer Fortschritt. Unsere Uhrmacher im Haus, die stöhnen immer, wenn sie das reparieren müssen, weil nicht so leicht. Einen Meilenstein bei den Chronographenuhren ist die Omega Speedmaster. Ursprünglich 1957 für Rennfahrer konzipiert, wurde sie aber von 2000 Uhren von der NASA ausgesucht als die Uhr für Space Missions von den frühen 60er Jahren an. Die Speedmaster hier in dem Fall mit einer frühe, mit Tropic-Zifferblatt, ganz wunderbares Modell, ist bis heute die Monduhr, weil im Jahr 1969 und auch schon davor sämtliche NASA-Astronauten eine Speedmaster am Handgelenk trugen. Mega-Uhr, heute eigentlich heißer denn je. Ja, und das Werk Kaliber 321, damals entwickelt, wird heute wieder eingebaut. In der Platin, also, ja. Also du merkst, wenn was wirklich begeisternd ist und wenn es wirklich funktioniert, das heißt, du musst eine Mischung zwischen Genauigkeit haben und aber auch Standhaftigkeit, dass Schläge, Bewegung und Sonstiges bei einem Chronographen hast du ja sehr viele kleine Wellen und Rädchen. Und das hat Omega umgesetzt und die Idee des Produkts von den 50ern wird heute noch genauso umgesetzt. Das ist schon beeindruckend, was das von High Engineering damals war. Wir sind große Speedmaster-Fans. Es gibt ja unglaublich viele Variationen. Und da gibt es nur wenige, die uns eigentlich nicht irgendwie kicken. Wir sind da echt dabei und lieben diese Uhr. Und der Übergang hier und die Kritik, die jetzt gleich von dir kommen wird, diese Uhren sind... Du weißt schon, was mich immer nervt an Speedmaster. Die Uhren sind nicht wasserdicht. Richtig. Ja klar, im Weltall ist ja kein Wasser. Warum sollen die wasserdicht sein auf der Rennstrecke, wenn es nicht regnet? Vermutlich auch nicht. Was hat Rolex gemacht? Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsuhren. Obwohl kein eigenes Rolex-Kaliber drinsteckt, sondern ein Valjoux 72, haben wir eine Handaufzugs-Daytona, die sich diesem Thema als Sportuhr, hat sich das Rolex angenommen und hat eben die ersten verschraubten Drücke auf den Markt gebracht. Also man kann jetzt bei verschraubter Funktion diese Uhr gar nicht bedienen. Man muss erst diese aufdrehen. Ist der Nachteil halt. Ist der Nachteil. Du kannst also nicht schnell sein. Aber du konntest damit richtig schwimmen gehen. Wenn die zugeschraubt waren, war das genauso wie jedes Oyster-Gehäuse eine Uhr, mit der du schwimmen gehen konntest. Und für Rolex war das ganz, ganz wichtig, dass diese Uhren eben auch eine Wasserdichtigkeit mit sich brachten. Die Vorgängermodelle hatten auch noch normale Pumper, also nicht verschraubte Drücker. Aber die 6263 war dann mit die erfolgreichste Handaufzugsuhr von Rolex. Zum Thema Chronograph, obwohl nur ein Valjoux 72, also kein eigenes Kaliber schlug, ist das einer der großen Stars der Zeit und bis heute für mich persönlich einer der schönsten Uhren hier auf dem Tablett. Vom Design her unschlagbar. Wobei man bei Rolex, und jetzt kommen wir gleich auch zu Heuer und Zenit, sehen kann, dass die erst ja in den Ende der 90er Jahre angefangen haben, automatische Chronographen zu bauen. Also die großen
Entwicklungen sind eigentlich bei Armbanduhren oder Innovationen, ist eigentlich die Mischung zwischen einem Chrono, sprich einer Stoppuhr, und einer Automatik, die Uhr antreibt. Also hier ganz späte 60er Jahre, frühe 70er Jahre, da sind wir auch in diesem Jahr, ca. 1967, 68, der große Wettlauf zweier großer Uhrenmarken, einmal hier Heuer, die Monaco, man erkennt sie als Automatik-Chronograph, weil die Krone ist auf der anderen Seite, das ist technisch so im Kaliber 11 und 12 nicht anders umsetzbar gewesen. Und das macht sie natürlich markant. Nicht nur dieses zum ersten Mal benutzte riesig große quadratische Gehäuse, was Steve McQueen sich ausgesucht hat für 24 Hours of Le Mans, sondern wir haben hier das erste Mal ein Automatik-Chronographenwerk hier mit einem Mikrorotor. Das war eine echte Innovation. Ja, weil gab's nicht. Also alle Technik, die wir auch heute noch benutzen bei Armbanduhr-Chronographen, egal ob Schleppzeiger, Rattrapant bzw. Foudrillon und so weiter, ist eigentlich schon in Taschenuhren verbaut worden vor dem 19. Jahrhundert. Aber Automatik gibt es eben erst seit den 60ern. Und die Innovation hier bei Hamilton Heuer Buren, die haben sich zusammengeschlossen, um eben diesen Kraftakt Automatik Chronograph zu entwickeln und haben da ein faszinierendes Werk geschaffen mit einem kleinen Planetenrotor. Thema war nur, es hat sich nicht durchgesetzt. Durchgesetzt hat sich das, was ich hier in der Hand habe, nämlich Zenith El Primero. Gibt es heute in fast unveränderter Bauweise. Es ist ein Schnellschläger, 36.000 Schwingungen und ist einfach ein großartiges Werk. Es war so großartig, dass die Firma Rolex als Nachfolger der Handaufzugsuhren die Firma Rolex für ihre Daytona in Lizenz 12 Jahre lang zwischen 88 und 2000 ein El Primero Werk benutzte, um ihre Uhr anzutreiben. Leicht verändert, weg vom Schnellschwinger. Die haben das, glaube ich, auf 28.800. Richtig, reduziert. Reduziert, ja. Sehr verändert, auch bei Rolex gebaut. Also das Werk wurde nicht angeliefert, sondern die haben das schon selber alles gebaut. Aber eben Rolex hatte diese Schwäche, die sie erst im Jahr 2000 löschen konnten, indem sie ihr 4130 dann vorstellten. Haben wir heute keins dabei, zeigen wir das nächste Mal. Also hier eine Rolex mit Zenitwerk. So, jetzt kommen wir vielleicht noch zu einer mechanischen Komplikation, von der man immer viel hört beim Chrono, der sogenannte Rattrapant oder Schleppzeiger, der praktisch zwei große Sekundenzeiger übereinander hat, die unabhängig voneinander stoppbar bzw. in dem Fall sogar wieder übereinander schiebbar und gleichzeitig zurückzuspringen sind. Das brauchst du eigentlich immer dann, wenn du zwei Zielläufe hintereinander in ganz kurzer Autos, Zeit machst. Zwei Läufer. Genau, und aus dieser Technik heraus kommt es. Das in Armbanduhren umzusetzen, hat ganz früh witzigerweise Gérard Périgot gemacht. Kennt man heute eher von der Laureato, also von einer Stahluhr oder von so einem markanten Design. Nee, die haben auch technisch ganz tolle Innovationen gebracht, schon in den 90ern. Das Foudrillon heißt, du hast eine blitzende kleine Sekunde, die losläuft. Du hast den großen Sekundenzeiger, der Chrono stoppt. Und wenn du hier den Kronendrücker benutzt, dann kannst du praktisch die erste Zeit stoppen und die zweite Zeit, wenn du oben nochmal drauf drückst. Mega. Und somit hast du Zieleinlauf zwei Personen gleichzeitig. Und der Blitzzeiger zeigt dir, glaube ich, noch ein Siebtel einer Sekunde genau die Uhrzeit zu stoppen. Das ist also das Engste, was man, glaube ich, hinkriegt. Also schon beeindruckend, das in eine Armbanduhr unterzubringen. Ich finde es bei Taschenuhren schon großartig. Sehr, sehr schade, damals ist es für Ferrari gemacht worden, aber noch ohne Sichtboden. Das ist eigentlich echt traurig. Jetzt kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsuhren. Das ist das Gegenteil von traurig. Und zwar Lange und Söhne, der Datograph, Großdatum und Chronograph. Für uns einer der spannendsten Chronographen, auch noch in Deutschland hergestellt. Wir finden das klasse. Aber das Werk hier ist für uns das absolute Nonplusultra. Thomas hat die nicht unbewusst von Anfang an hier auf den Rücken gelegt, weil das Tollste ist eigentlich das Werk. Es hat eine Dreidimensionalität, eine Feinheit, eine Größe und eine Qualität. Da will man einfach nur klatschen. Man will sich die Uhr eigentlich die ganze Zeit auch von hinten angucken. Aber auch von vorne ein echter Bringer. Das ist eine Innovation auch. Das ist eine echte Innovation. Dieses Werk ist entwickelt worden. Das Spannendste, was es da eigentlich im Markt nach wie vor gibt. Es gibt noch kompliziertere und noch aufregendere. Wir sind ein ganz großer Fan des Datographs. Datographen, speziell die ersten Serien, sind ja von den Gehäusen noch ein bisschen kleiner. Aber auch die zweiten Serien, das ist jetzt eine erste Serie-Uhr, ist von der Verarbeitungsqualität her und von dem Setting, will man sie am liebsten eigentlich auch noch ab und zu mal umgekehrt tragen. Für uns die Uhr. Auch ein Flyback. Auch ein Flyback. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Lieblingschronograph schreibt oder schickt.
Ob wir was vergessen haben, was noch besser ist wie ein Datograph. Für mich ist es zurzeit State of the Art, von der Innovation her und auch von der Mechanik, von der optischen Veränderung und von der Finisierung. Das Einzige, und jetzt sage ich es gleich nochmal, was mich wirklich nervt, ist, dass die nie eine wasserdichten Dato rausgebracht hat. So, jetzt ist es raus und jetzt bin ich auch wieder ruhig. Ich will noch, bevor wir enden, beide Uhren, es gibt noch eine wunderbare Patek Philippe, die 5070, die kam circa zeitgleich zum Datograph auf den Markt. Ein wunderschöner Chronograph. Die Basis dieses Chronographen ist ein Limania, hier natürlich ein hauseigenes Lange und Söhne. Ich glaube, man sieht selbst von der Ferne her, die Aufwendigkeit des Lange-Werks ist selbst für den Amateur sofort zu erkennen. Also wir lieben die 5070, aber sie verliert im direkten Kontext mit dem Datographen. Eine Schweizer Nüchternheit, also das Werk. Ich finde, die 5070 ist eine aufregende Uhr. Aber die lebt vom Blatt, vom Gehäuse. Genau, Stepcase. Ja. Aber im Werksvergleich keine Chance. Wir freuen uns, wenn wir euch ein bisschen entertained, informiert haben. Wie gesagt, Thomas ruft auf, welche Uhren würdet ihr denn noch gerne in den nächsten Folgen besprochen haben? Vielleicht können wir euren Wunsch erfüllen. Wir sagen auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören, abonniert den Kanal, bleibt dabei, kommentiert uns und liked uns. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss.